wir Schafe sein. Wollen wir Wölfe sein. Naja, es war schon manchmal echt beängstigend, wenn man so darüber nachgedacht hat, was wir da gerade erzählen. Und man hat sich so sehr geekelt vor diesen Figuren, die man da gespielt hat. Und gleichzeitig war es aber natürlich eine tolle Möglichkeit, einen vielschichtigen Charakter zu erzählen, mit echt tollen Schauspielern zusammen. Und vor allem bei einem Film, wo ganz klar war, was das Ziel ist und wo man wusste, warum man diese ekelhaften Charaktere erzählt. Na, das Ziel ist, glaube ich, vor allem einen politischen Film zu machen, der wirklich auch wachsam macht, der wirklich auch provoziert. Also kein braver politischer Film. Ich glaube, die meisten politischen Filme sind leider ein Stück zu brav, weil auch immer sofort klar ist, wer ist der Gute, wer ist der Schlechte. Es wird sehr schnell wertend auf das Thema geschaut und das machen wir hier nicht, sondern der Film traut sich so weit zu gehen, diese Bewegung und die Leute, die sich da, die da zusammen agieren, auch schön zu zeigen, auch in Freundschaft und in Wärme und in Liebe zueinander. Die ist alles echt und das ist natürlich auch eine Gefahr, aber ich glaube, so muss man erzählen, um den Leuten wirklich ein Verständnis auch von einer Gefahr zu geben, die sehr real ist. Ja, das stimmt. Ja, es ist ja mit jedem weiteren Mal gucken, kommt man so ein bisschen weg, also kommt man mehr in so einen objektiven Blick, also wie jemand, der den Film zum ersten Mal sieht. Und ich habe ihn das zweite Mal mit meiner Familie gesehen und danach war auch ganz interessant zu beobachten. Sonst gucke ich auch oft mit denen die Filme, die ich gemacht habe, und dann ist es meistens so entweder sehr schön oder auch ja nett. Und es ist aber nie so gewesen, dass die echt teilweise auch angegriffen waren oder auch fanden, dass das völlig übertrieben ist. Oder man hat gemerkt, der Film macht wirklich was mit allen. So, ob sie den gut finden oder nicht, das ist das Schöne, dass der Film wirklich jeden berührt. Und ich glaube, das war das Ziel und das war auch bei mir so. Und vor allem war das die Vorbereitungsarbeit, in der ich gemerkt habe, wie viel schon stattfindet so und wie viel von rechts kommt, was wir einfach nicht merken, weil es eben nicht nur die AfD ist, sondern so Gruppierungen, die so sehr klug und sehr kreativ metapolitisch agieren. Und dann braucht es nur, und das ist ja die Grundidee von dem Film, eine Figur wie Obama oder Greta, also jemanden, wo man denkt, der strahlt was Gutes aus, der kann nur Gutes wollen, um dem dann zu folgen. Und ja, das ist die Gefahr und die tolle Idee vom Film auch, ja. Ja, ist tatsächlich auch da keine Standardantwort, weil man schon besonders viel recherchieren musste. Also Christian sagte irgendwann zu mir in der Vorbereitung, wir werden schon improvisieren, ne? Und ich dachte, wow, das wird, ist eine Aufgabe so. Also als jemand von der neuen Rechten da sitzen zu müssen und so in das, in die Argumentationsstruktur von denen reinzufinden, zu gucken, wie reden die mit Menschen und was sind so die Mechanismen von denen, wie inszenieren die sich? Und das genau zu verstehen, um dann in Szenen eben auch mal unvorhersehbare Sachen entstehen zu lassen. Also das war ein großer Teil, Bücher zu lesen über die, von denen auch sehr spannend, Filme über die zu gucken und uns einfach untereinander viel miteinander zu unterhalten, viel Zeit mit Luna zu verbringen und mit der so zu reden und zu gucken, wie sind Maxi und Karl miteinander, auch zwischen uns ein gutes Verhältnis, ein vertrauensvolles Verhältnis so aufzubauen, damit man das auch erstmal spielen kann. So, ne? Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, ich mache das, damit ich nicht in die Sunny-Boy-Schiene rutsche, weil ich mache das ja vor allem, weil das was ist, weil ich mich selber auch nicht nur als Sunny-Boy wahrnehme, ne, sondern weil das noch so viel mehr ist und so viele andere Sachen, die ich machen will. Und ich habe ehrlich gesagt seit Jahren darauf gewartet, dass sowas kommt. Ne? Das war ja schon so sehr früh da, anders tiefe Charaktere und Geschichten zu erzählen und dann aber die Idee sozusagen, diesen Typen, den ich schon ein paar Mal so gespielt habe, irgendwie zu nehmen, den aber in eine ganz andere Geschichte einzubetten, fand ich sehr, sehr gut und reizvoll. Ja.
Naja, ich habe ja zu Christian gesagt, als wir den Film gemacht haben und dann schon während des Drehs war Halle, dann kam Hanau und irgendwann das Kapitol, was gestürmt wurde in Amerika. Und ich habe zu Christian dann immer gesagt am Telefon, Christian, wir müssen diesen Film jetzt rausbringen. Also wann, wenn nicht jetzt? Und er sagt, ja, es wird aktuell bleiben und das stimmt. Und es wird immer aktueller, weil dieser Film eben ausgehend davon, dass die beiden NSU zusammen gedreht haben, war so die Idee, wie wird Rechtsextremismus und Terror, wie verändert der sich und wie bleibt er bestehen und wie lernt die neue Rechte dazu? Und da haben sie dann eben teilweise eine dystopische Geschichte erzählt, die aber schon über den Verlauf der Vorbereitungszeit sehr real geworden ist. Und deshalb muss dieser Film heute gemacht werden, weil das alles so passiert, wie es da erzählt wird oder auch in der Konsequenz auf jeden Fall passieren könnte. Ist eine gute Frage. Ich glaube, dafür muss man solche Filme machen wie den hier und die auch so erzählen, dass auch junge Leute sich das angucken wollen. Das ist ja besonders an dem Film, dass man sich den gerne anguckt. Also, dass man auch davor sitzt und denkt, das ist alles irgendwie toll, die Farben sind toll, die Mucke ist toll, das sind tolle Leute. Und man kriegt einfach Lust auf diesen Film und gleichzeitig erzählt er, also der Film spielt mit den gleichen Mitteln, wie das die Neue Rechte tut. Und ja, ich glaube, man muss einfach, um jungen Leuten Verständnis davon zu geben, was für politische Gefahren es gibt, muss man sie auch ernst nehmen und ihnen vielleicht manchmal wirklich Unterhaltung in diesem Fall bieten. Oder ja, auf anderen Wegen, Demos, alles Mögliche, was einem nur einfällt, ne? Das ist eigentlich genau das, was ich am Spielen auch liebe. Also, dass wir die Figuren, die wir spielen, nicht bewerten und dass wir die Welten, die wir erzählen, auch nicht bewerten, sondern dass wir versuchen, die zu verstehen. Und das machen wir, indem wir die Perspektive einnehmen. Und nie wird da jemand sein wie Karl, der sagt, ich will der Böse sein, sondern der sucht letztendlich tief in seinem Innern. Natürlich ist das alles ein riesengroßer Schrei nach Liebe. Und aus seiner Welt heraus würde er das alles ganz anders beurteilen. Deshalb denke ich, hast du total recht. Das ist immer der Blick von außen, der etwas böse macht. Und es gibt wirklich auch böse Taten. Aber um die zu verhindern, ist es total wichtig zu verstehen, dass sich das für die Menschen, die es machen, nicht böse anfühlt, sondern eine Überzeugung ist. Ja, total.